wer hier wohl gelebt hat. Ich werde jetzt sowas von abgelenkt. Und was hat mir das jetzt gebracht? Gefühlt irgendwie gar nichts. Revelio. So, hier können wir. Ja, gut. Das können wir dann verkaufen. Was ist denn das? Achso, Florfliegen. Okay, nehme ich. Ja, ich nehme die trotzdem mit. Und hier komme ich rein. Okay, hier komme ich später raus. Wie komme ich da rein? Ich meine, klar, ich sollte grundsätzlich aktuell gar nicht hier sein, aber ich muss regulär, denke ich, über das Tor rein, was ich aber gerade nicht hinkriege. Hochschweben lassen kann ich es auch nicht. Ach, weißt du was denn? Lass gut sein. Kommen wir später wieder. Kann ich hier? Hier kann ich auf den Besen. Ich fliege einfach trotzdem langsam und gucke mich unterwegs so ein bisschen um. Da ist schon wieder so ein Tunnelbohrer. Was machen die hier? Was soll ich für eine schöne Tasse Pilztee geben? Wirf einen Gegner mit dem Pulso in einen anderen. Könnten wir mal machen, aber ich will gerade im Moment ehrlich gesagt noch nicht. Ich will jetzt erstmal zu dem Turm. Warte, hier schaut's aus, als könnte hier Merlins Rätsel vielleicht sein. Oder zumindest ein Buch. Nur wenige Hexen oder Zauberer können die Geschichte der schottischen Irrgärten bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Dem schwarzen Magier Oinon Blackwood aus dem 15. Jahrhundert. Geboren als Oinon Wood in einem nicht magischen Zweig der Familie Wood, wurde Oinon von seinen Muggeleltern missverstanden und suchte im Bemühen, sich anzupassen, Trost im Familiengewerbe, dem Heckenschneiden. Angeblich konnte er die Schwarzhornbüsche mit seinem Verstand kontrollieren und mit Leichtigkeit wunderschöne Formen schaffen. Das beeindruckte und verärgerte seine äußerst intolerante Familie gleichermaßen. Ihr Groll verschlimmerte sich noch, nachdem der junge Oinon eine Einladung nach Hogwarts erhielt, wo er in das Haus Hufflepuff einsortiert wurde. In Hogwarts lernte Oinon eine gewisse Artemisia Black kennen, von der Familie Black. Wegen der Liebelei ihrer Mutter mit Artemisias Muggelvater verstoßen hatte. Von der Familie Black. Wegen der Liebelei ihrer Mutter mit Artemisias Muggelvater verstoßen, hatte das Halbblut Artemisia ein kompliziertes Verhältnis zur Reinblütigkeit. Sie hielt sich des Mädchen namens ihrer Mutter für würdig und gab ihrem Vater die Schuld an ihrer Ächtung. Gleichzeitig machte sie Wood nicht für seine Muggelstämmigkeit verantwortlich, sondern hielt auch ihn für ein unfreiwilliges, unschuldiges Opfer der Muggelreinheit. Unreinheit. Fast dasselbe. Rein, unrein. Das hier ist kein Re. Oh. Oh. Okay. Das ist fast schon wieder spannend. Nur mal kurz gucken. Ich werde mich hier sowas von verlaufen. Das ist eine Sackgasse. Okay. Das hier sieht nicht nach Sackgasse aus. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin muss. Okay, da geht es nicht weiter. Aber jetzt bin ich hier drin. Und jetzt will ich das natürlich auch irgendwie lösen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, es ist ein magisches, ne? Also, wer weiß. Das war's schon. Zugegebenermaßen war das jetzt nicht so schwer. Und ein nicht identifiziertes Outfit. Ging eigentlich. Ich dachte, das wird jetzt so ein Imber-Irrgarten. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Du, das wüsste ich auch gern, weil grundsätzlich schon schön. Eine Plage. Was können wir tun? Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja,
Ich hätte nie gedacht, dass sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Ranrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Ich könnte sie vertreiben. Vorher will ich aber natürlich alles wissen. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Glaube ich nicht. Ranrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Ranrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Ich schon. Wie kam ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Ranrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihren Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Hey, ich dachte, er ist nur noch drin. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Ich dachte, er ist da noch drin. Ich kenne Ranrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, ich kann den Spielstand laden. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist, ne? Ist nicht so schlimm. Räume die Kobold. Och Mann, jetzt wird es auch direkt markiert. Warte, ich mach mal nur die Musik ein Ticken leiser, ja? Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Manche Sachen sind hier schon, ne, ein bisschen. Und die Soundeffekte würde ich vielleicht auch einen Ticken. Die Lage verschlimmert sich. Das war hier nicht so angeschrieben. Ich sehe mich besser vor. Revelio. Ja, sieh dich mal besser vor. Andererseits, sieh mal hier vielleicht auch einfach nach. Duellierhandschuh der dunklen Künste. Da war ein Pling. Ich hab's genau gehört, aber vorher. Entschuldigung. Kommt, Pling! Himmelblaue Nietenhandschuhe. Da kann ich vielleicht vor den Kämpfen auch nochmal ganz kurz nachschauen, ob wir uns nicht noch besser schützen könnten. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber das könnte sich ja ändern. Im Hochland gibt es also 4 Seiten. Da oben gibt es noch eine Truhe. Und ein bisschen Kleingeld. Rebellion. Da unten. Wie einfach komme ich da hin? Ich glaube, das ist nicht so schwer. Außer, dass ich eigentlich nicht schwimmen wollte. Komme ich hier raus? Ich komme hier raus, oder? Komme ich bitte hier raus? Ach da. Es könnte so einfach sein, wenn man sich ein bisschen umschaut. Hallo, kleine Kiste. Eine Quidditch-Schutzbrille, die brauche ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Komme ich jetzt hier auch einfach wieder nach oben? Ja. Revelio. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ja, voll. Die lassen sich einfach bestehen. Sieht interessant aus. Die Ballons, hier müssen wir natürlich auch noch kaputt fliegen. Ich wollte gerade kaputt fahren sagen, aber das ist nicht ganz richtig. So, hier drin sind noch. Dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Ach, der hat schwarze Magie benutzt? Das ist natürlich nicht gut. Ja, was darf bloß ich? Wirklich praktisch. Sumpfkrattler-Warnung, interagieren. Achtung, Sumpfkrattler gesichtet, Vorsicht.
Ist doch nicht. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, relativ egal. So, wir schauen mal in die Ausrüstung. Wir haben ein bisschen was Neues bekommen. Ist denn irgendwas deutlich besser? 2 Punkte, aber dafür haben wir halt hier mehr Schaden, wenn ich getarnt bin. Würde ich so lassen, weil das eigentlich ganz cool ist. Dann, was haben wir hier? Die ist sowieso schlechter, also können wir sie direkt verkaufen. Auch beides schlechter, können wir einfach verkaufen. Das Outfit müssten wir hier erst noch anschauen. Das geht aber gerade schlecht. Und das hier, ja, ist im Endeffekt nicht mal besser und wir bräuchten dafür noch ein Level. Können wir also auch getrost verkaufen. Ich habe Talente frei. Warum habe ich... Okay, okay. Dunkle Künste, Raum der Wünsche. Die Wirkung des Unsichtbarkeitstranks hält länger an. Was genau hat das mit dem Raum zu tun? Macht dich unverwundbar und reflektiert... Ja, ja. Weiß ich nicht, muss ich jetzt ehrlich gesagt aktuell noch nicht unbedingt machen. Schleichen, was haben wir hier? Gegner können dich schlecht entdecken. Wird, denke ich, gerade später noch sehr interessant. Du kannst sprinten. Oh, unsichtbar sprinten ist auch geil. Es gibt schon eigentlich sehr, sehr viele wirklich geile Talente. Entfesselt einen Ring aus Feuer um dich. Oh, das ist voll geil, wenn wir mehrere Gegner haben. Und so können wir mehrere... Okay, ich würde erstmal das Feuer nehmen. Das finde ich, glaube ich, ganz geil. Müssen wir dann auch mal ausprobieren. Außer, ich glaube, Incendio nutze ich ja gerade nicht, ne? Ich habe ja... Confringo! Genau, ich habe ja Confringo, was ja... Und ist noch nicht zurück. Was ganz anderes ist. Schwarzen Magiern erwischt. Dorothy, moin. Verzeihung. Haben Sie gerade Bardolph Bowman erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Nee, glaube ich auch. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolph, denn er ist verschwunden. Ich dachte, der ist in San Mungo. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Ich schon. Sie scheinen überall zu sein. Könnte Bardolph nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolph hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Natürlich nicht. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Hoffen wir mal, dass nicht Schlimmeres? Warum sollte Bardolph sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Das will niemand. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, was ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie mit ihr reden wollen. Toll, jetzt muss ich... Nee, warte, ich mach erst ihre Quest, weil ich glaube, das geht schnell. Und dann muss ich ja sowieso mit ihr reden. Und wenn wir dann mit ihr reden, könnten wir auch einfach nach dem Pullover fragen. Garlix, Sharps, nein, nein. Das nicht. Ach, ich muss noch zu ihm zurückkehren. Das können wir eigentlich mal abgeben. Demnächst... Was ist das hier? Primär... Nee, 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 nee. Nee. Das wollen wir gerade nicht. Lagerabbruch, ist es das? Ja. Da
dann eilen wir da einfach mal ganz schnell hin. Muss ja nicht mal zu Fuß. Wie schlimm können bitte zwei kleine Koboldlager sein? Also bitte. Wie unverschämt. Siehst du, hier sind wir sogar vorhin schon vorbeigeflogen. Ach, so eine entspannte. Ein lästiger Mensch weniger. Ein bisschen an. Ich bin Early, ich habe keine Angst vor euch, ne? Das wisst ihr hoffentlich. So, dich kriege ich auch noch. Gar kein Problem. Oh, der ist jetzt verflucht. Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. So, der ist jetzt auch verflucht. Ups, das war... Mich? Du wirst lachen? Ich eigentlich auch nicht. Ich hab zu tun. Ich hab noch ganz andere Quests. Ihr seid ja nicht die einzigen Kobolde hier. So. Ja, allein Renrock schuld. Ja, nicht nur allein Renrock. Also ganz ehrlich, es sind ja auch die Kobolde selber, die da durchaus mitwirken. So, ich mache hier mal Feuerchen an, einfach, dass es ein bisschen wärmer ist. Wonach schürfen die denn hier? Und ist hier vielleicht noch mehr versteckt? Sieht halt leider nicht danach aus. So wirklich lukrativ sind halt deren Lager leider nicht. Schade. Der zweite Lager hier. Wie unverschämt. Findest du? Das ist traurig. Wirklich. Protego. Ich hab versucht, hier mit solche Magie wirken. Kriegen wir alles hin. Du, ich wäre nicht nur mal fertig. Komm. Ciao. Hey, ich bin ungefährlich. Ich bring grad ein komplettes Lager um. Aua. Krieg ich alles hin. Easy. Warum unnötig? Ihr zieht es unnötig in die Länge. Ihr könntet euch ergeben oder so. Oder einfach freiwillig tot umfallen. Ja, das war ein bisschen zu spät. Kein Problem. Ich werde dich Du wirst einen Scheißreck machen, Idiot. Wir haben alle einfach eine übertrieben große Klappe, ganz ehrlich. Ich nehme dich überhaupt nicht ernst. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Voll. Also hoffe ich. Revelio. Sonst wäre das ein bisschen undankbar. Würde mich aber wundern, bis jetzt waren die alle immer sehr freundlich und sehr dankbar, dass wir denen helfen. Hier wieder mit ihrem riesen Tunnelbohrer. Ich frage mich halt wirklich, was sie damit vorhaben. Und das ist doch... Ist das nicht das Lager, wo wir gerade eben schon waren? Weil danach bin ich zu der Burg, natürlich.
Da sind die extra dafür sofort wieder gespawnt. Also so ein Blödsinn. Gut, dann sagen wir der werten Hexe einfach mal schnell Bescheid. So. Wer hier wohl wohnt? Ja, das wissen wir doch schon. Wir haben mit dem halben Dorf schon geredet. Das geschäftige Treiben. Die armen Kunden trauen sich gar nicht rauszugehen. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Magie. Ich habe sie einfach überrascht. Es war schwer. Es war nicht wirklich schwer. Ich habe sie überrascht. Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Wenn sie er wiederkommt. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Ich dachte auch immer, dass sie nett sind. Danke für Ihre Zeit. Ich würde gerne noch wegen was anderem mit ihr sprechen. Was verkaufen Sie? Aber ich kann doch noch ein bisschen was verkaufen. Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Grundsätzlich suche ich eigentlich nach gar nichts. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Sag mal, ist das ein Tortilla-Chip oder ist das eine Pizza? Ich hätte mich auf beides, ehrlich gesagt, gerade echt Bock. So eine Frühstückspizza? Kann ich jetzt trotzdem nochmal mit dir quatschen? Madame Bowman, könnte ich Sie kurz sprechen? Sehr gerne. Wo Sie uns doch so tatkräftig dabei geholfen haben. Ja, weil sonst hätte ich nicht mit dir geredet. Mrs. Sprottle erzählte mir ein bisschen was über ihren Bruder Bardolf. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolf suchen, wenn sie könnte. Kann sie aber nicht. Deshalb bin ich hier. Sie schien zu übertreiben, sie schien wirklich besorgt zu sein. Nee, die war schon wirklich... Sie erwähnte schwarze Magie. Okay, ist ein Tortilla. Sogar die Erschwinderinnen. Ja, trotz Pizza war jetzt echt geil. Ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolf drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich will auch ich am dachte, Waldesrand mit schwarzer Magie experimentieren. Und aufhören. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Könnte er davon... Glaube ich könnte nicht. Könnte er davongelaufen sein? Nein. Er würde mich hier nie alleine lassen. Er sprach davon, mit Victor Rookwood reden zu wollen. Das beunruhigt mich fast mehr als seine Experimente mit schwarzer Magie. Rookwood ist meiner Meinung nach ebenso gefährlich wie Ren. Ja, vor allem, weil sie zusammenarbeiten, die Schweine. Hat Ihr Bruder irgendetwas mitgenommen, das uns helfen könnte, ihn zu finden? Sein Pullover. Nur seine Tasche, sein Tagebuch und ein Wollpullover, den ich ihm gestrickt habe. Das ist alles, wovon ich weiß. Wie schaut der Pulli aus? Ich melde mich, wenn ich etwas sehe. Weißt du, die eine sagt, oh, red mit seiner Schwester, die sagt dir, was das für ein Pulli ist. Seine Schwester so, ja, ein Wollpullover, den ich halt gestrickt habe. Wie schaut der aus, verdammt? Ich erinnere, dass er da draußen ist. Aber geben Sie acht. Oh. Ich sollte jetzt gehen. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Bardolf, wo bist du? Und Level 21. Neues. So, pass auf, wir haben ja diesen Auftrag auch. Ich mach das noch, bevor wir zum Turm gehen, okay? Muss einfach mal sein. So, wo lang? Da lang, 330 Meter. Ich kenne eine Abkürzung.